Der Totenkopfaffe gehört zu den kapuzinerartigen Affen. Sie haben sehr helles Gesicht mit dunklem Maul und mit ihren dunklen Augen ähnelt es ziemlich stark einem Totenkopf, daher der Name. Weil sie so geschickt klettern und springen können, heißen sie auf Englisch Squirrel Monkey, also Eichhörnchenaffen. Damit sich die Tiere einer Gruppe erkennen, reiben sie ihr Fell mit ihrem Urin ein. Der Geruch signalisiert auch ihren sexuellen und sozialen Status. Ihr Schwanz dient nicht wie bei anderen Affen für das Greifen, sondern vielmehr für die Balance. Kommuniziert wird mittels Quietschen, Pfeifen und Zwitschern. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen.